Der April war für mich lesetechnisch auf jeden Fall einer der besten oder der beste Monat überhaupt, denn ich habe so viele Bücher gelesen wie noch nie zuvor in einem Monat. Ich bin Janina und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine gelesenen Bücher aus dem April. Der April war für mich lesetechnisch auf jeden Fall einer der besten oder der beste Monat überhaupt, denn ich habe so viele Bücher gelesen wie noch nie zuvor in einem Monat und zwar ganze 16 Stück. Und die möchte ich euch jetzt nachfolgend kurz vorstellen. Aber auf meine Favoriten werde ich ein bisschen detailreicher eingehen. Und wie ihr aus einem meiner letzten Videos wisst, liebe ich Statistiken und somit habe ich insgesamt mit den 16 Büchern ganze 5.976 Seiten gelesen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit und natürlich lag das Ganze jetzt ein bisschen an dieser Corona-Krise. Ich gehe immer noch nicht arbeiten und das wird sich voraussichtlich auch im Mai nicht zu groß ändern. Mal schauen. Das dickste Buch, welches ich diesen Monat gelesen habe, steht dort nicht hinter mir. Zwei Bücher sind nämlich nur als Hörbuch gehört worden, die besitze ich nicht als Print. Aber das dickste war auf jeden Fall After, also der erste Band der Reihe und das war für mich ein Reread. Das Buch oder die Reihe ist für mich irgendwie wirklich so eine Hassliebe. Ich liebe Band 1, wie das Ganze aufgebaut wird und wie die beiden, also Tessa und Harden, vorgestellt werden, die Beziehung zwischen den beiden. Aber umso mehr Bände es gab, umso genervter wurde ich. Dieses ganze ständige Hin und Her hat mich einfach nur noch aufgeregt. Aber da ich Band 1 so gerne mochte, habe ich ihn jetzt nochmal gelesen. Und ja, ich war zwischenzeitlich wieder etwas genervt, muss ich sagen. Aber insgesamt habe ich dem Buch jetzt wieder 4 Sterne gegeben. Ich glaube beim ersten Mal, was jetzt allerdings aber schon 4, 5 Jahre zurückliegt, waren es 5 Sterne. Aber ja, es ist immer noch ein gutes Buch und ich würde es weiterempfehlen. Nur die Folgebände haben mich etwas dezent aufgeregt. Ging es noch jemandem so? Das kürzeste Buch, welches ich diesen Monat gehört habe, ebenfalls nur gehört, das ist das andere von den beiden, das hieß Erklär's mir, als wäre ich 5. Und es war wirklich ein lustiges Buch. Das haben wir abends immer zum Einschlafen gehört, also immer wirklich nur ein paar Kapitel, wenige Minuten. Und es war einfach wirr reingeworfene Fakten, die irgendwie ganz leicht erklärt wurden, sodass es auch hoffentlich jeder verstehen kann. Und mir hat es auch ganz gut gefallen, allerdings waren einige Fakten dabei, die man schon wusste. Und was mich gestört hat, war, dass das so, ja, wirr reingeworfen wurde. Also es ging, dann ging es mal um das Flugzeug, dann kam irgendwas anderes, dann ging es wieder um das Flugzeug, dann kam was anderes und so weiter. Also es war irgendwie nicht chronologisch aufgebaut. Das hat mich sehr gestört. Aber ansonsten hat es wirklich Spaß gemacht zu hören und ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil einfach, wenn man sich etwas aneignen möchte, ein bisschen Wissen, war auf jeden Fall kein schlechtes Buch. Die beste Nachricht für mich war auf jeden Fall, dass ganze 6 der 16 Bücher, die ich gelesen habe, 5-Sterne-Bücher geworden sind und die möchte ich euch jetzt nachfolgend vorstellen. Das sind meine Monatsfavoriten und beginnen möchte ich mit dem kleinsten und schmalsten Buch, und zwar Der Vorleser von Bernhard Schlink. Das ist ein absoluter Klassiker, würde ich mal behaupten. Ich habe vor Jahren den Film dazu gesehen und jetzt wollte ich halt gerne auch einmal das Buch dazu lesen. Und das hat mich auf keinen Fall enttäuscht. Ich habe zu dem Buch und auch zu einem anderen, hier im 5-Sterne-Buch, Moon and Rising, einen Vlog gedreht und den verlinke ich euch gerne in meiner Infobox. Ja. Die beiden Bücher haben von mir 5 Sterne bekommen und wenn ihr wissen wollt, wie sie mir weitergefallen haben, dann schaut gerne mal in dem Video vorbei. Da habe ich, denke ich mal, schon einiges zu gesagt. Da ich jetzt die Grisha-Reihe abgeschlossen habe, freue ich mich total, dass ich jetzt bald das Lied der Krähen beginnen kann. Und ja, Leibo Dugos Schreibstil ist einfach großartig und ich kann sie sehr, sehr empfehlen. Als nächstes habe ich einen Band einer Reihe, die viele von euch wahrscheinlich kennen, und zwar die Egen-Reihe von Mona Kasten. Das hier ist Band 5, den habe ich diesen Monat gelesen. Ich habe auch Band 4 gelesen. Das ist allerdings kein Highlight geworden, auch wenn es mir sehr gut gefallen hat. Aber der 5. Band hier, Dream Again, hat mich absolut umgehauen. Ich habe es total genossen, die Geschichte von Jude und Blake zu lesen. Und ja, es ist einfach immer wieder schön, in die Reihe eintauchen zu können, in die tolle Welt, die Mona geschaffen hat. In dem Band ging es jetzt nicht mehr wirklich so viel um die Universität, die in den anderen Bänden eine größere Rolle spielt.
Dennoch spielt sie natürlich in derselben Stadt und im selben Freundeskreis. Ich mochte es auf jeden Fall total gerne, wie die beiden aufeinander getroffen sind. Es ist nämlich so, dass Jude Blakes Ex-Freundin ist und ja, sie kommt zurück nach Woodsville, da sie zu ihrem Bruder zieht. Und der wohnt natürlich mit Blake in einer WG. Die beiden sind beste Freunde. So kommt Jude gar nicht darum herum, ihrem Ex-Freund wieder zu begegnen. Und die Reibereien zwischen den beiden haben mir sehr gefallen, aber dann auch, wie sich ihre Beziehung entwickelt hat. Woodsville ist auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert und ich liebe Mona Kasten, schreib's dir. Lest die Reihe, ihr werdet es sicher nicht bereuen. Band 1 ist Begin Again, ihr könnt sie jedoch auch, wenn ihr nur einzelne Bände lesen wollt, unabhängig voneinander lesen. Genauso gut gefallen hat mir Feeling Close to You von Bianca Iosivoni. Das ist tatsächlich mein erstes vom Sternebuch von Bianca Iosivoni. Ich habe jetzt mit diesem 4 Bücher von ihr gelesen und das ist mit Abstand mein liebstes. Es hat richtig Spaß gemacht, die Geschichte zwischen Tegan und Parker zu verfolgen. Tegan ist Online-Gamerin. Ich kenne mich in dem Feld nicht besonders gut aus, deswegen verzeiht mir meine Unwissenheit. Sie macht auf jeden Fall Livestreams und dabei schauen auch Leute zu. Dadurch kann sie etwas Geld verdienen, denn sie möchte super gerne Game Design studieren. Ihr Vater hält jedoch nicht besonders viel von der Idee. Er möchte, dass sie etwas Anständiges lernt natürlich und sie versucht sich ebenso ihre Studiengebühren selbst zu erarbeiten. Eines Tages trifft sie dann online auf Parker. Parker ist der Star am Online-Gamer-Streaming-Himmel. Er ist total begehrt, bei ihm gucken zigtausende Menschen zu, wenn er zockt. Und ja, die beiden treffen aufeinander, lernen sich kennen und auch vielleicht mehr. Mir hat die Geschichte der beiden richtig, richtig gut gefallen. Es war super süß. Beide waren super sympathisch. Und was mir auch total gefallen hat, ist, dass das Buch zwischendurch immer wieder so Passagen hatte, in denen die beiden sich per Handy oder per E-Mail geschrieben haben. Das war richtig lustig und unterhaltsam. Die Konversationen der beiden haben mich wirklich mega gut unterhalten und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Gaming ist nicht wirklich meins, aber in diesem Buch wurde es wirklich toll nahegebracht und es hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Dann kommen wir zum Book Club Buch für den Monat April. Ich habe im letzten Monat einen Buchclub gegründet, den verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und im April haben wir dort Verity gelesen von Colleen Hoover. Das Buch hat mich absolut geflasht und überrascht. Das ist mein erstes Nicht-Liebesromanbuch von der Autorin. Und normalerweise lese ich keine Thriller- oder Mystery-Horror-Bücher. Das hatte so ein bisschen was von allem. Ich kann es nicht wirklich einsortieren, aber es hat richtig Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich konnte teilweise nicht weiterlesen. Ich musste es zur Seite legen. Vor allem bei Nacht würde ich es nicht Leuten empfehlen, die ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Schiss haben. So wie ich. Ja, aber das Buch hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und am Ende wusste ich gar nicht mehr, was ich glauben sollte. Ich möchte euch natürlich nichts weiter erzählen, aber es lohnt sich alle Male. Und ich würde euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Alleine schon der erste Satz des Buches ist der Wahnsinn und packt einen total. Das ging mir auf jeden Fall so. Ich lese ihn euch mal kurz vor. Erst höre ich das Geräusch seines brechenden Schädels, dann spritzt mir sein Blut entgegen. Ja. Falls ihr das Buch lest oder gelesen habt, lasst mir gerne eure Meinung unten da. Ich bin super gespannt, was andere so davon halten. Und schaut gerne mal beim Buchclub vorbei. In diesem Monat lesen wir dort Berühre mich nicht von Laura Kneidel. So, damit wäre ich jetzt auch schon beim letzten 5-Sterne-Buch für den April. Und zwar ist das Heartstopper Volume 2. Das ist eine Graphic Novel, die um zwei Jungen handelt, die sich unsterblich ineinander verlieben und deren Liebesgeschichte man begleitet. Auch dabei, wie sie sich dann outen bei ihren Familien und Freunden. Und es ist einfach herzerwärmend. Ich liebe diese Geschichte. Band 1 hat mir schon genauso gut gefallen. Und ich zeige euch mal ein paar Einblicke in das Buch. Es ist einfach so, so schön gestaltet und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Weiter geht's mit den 5 4-Sterne-Büchern im Schnelldurchlauf, da ich nicht möchte, dass das Video zu lang wird. Auf jeden Fall habe ich die erste Story von Unite Me gelesen. Das ist eine Sammelband sozusagen von Kurzgeschichten zu der Shatter Me-Reihe von Tahereh Mafi. Ich habe jetzt den ersten Band gelesen und zwar Destroy Me. Das hat knapp 100 Seiten.
ein bisschen mehr und es hat mir richtig, richtig gut gefallen auch. Die Geschichte wird aus der Sicht von Warner erzählt, dem Bösewicht der Reihe. Und ich liebe Warner. Er ist eine unfassbar spannende Persönlichkeit und wirklich attraktiv. Also, so wie er beschrieben wird. Ein richtiger Book-Boyfriend. Für die Leute, die die Reihe gelesen haben, wissen auf jeden Fall, was ich meine. Und es war wirklich, wirklich toll, mal etwas aus seiner Sicht zu lesen. Dann, wie bereits eben erwähnt, habe ich den 4. Band der Again-Reihe gelesen zu Anfang des Monats. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. In dem Buch geht es um Everly, die sich in ihren Dozenten verliebt, der eben an der Woodsill Academy unterrichtet. Und die Geschichte der beiden war wirklich sehr unterhaltsam, hat mir richtig gut gefallen und die Reihe ist sowieso, wie gesagt, ein absolutes Muss. Dann habe ich ein Buch aus dem One Verlag gelesen und zwar den 2. Teil von Strange the Dreamer. Da erscheinen jetzt im Juli und August, soweit ich weiß, die Bände 3 und 4. Und die Reihe ist wirklich eine tolle Fantasy-Reihe, die mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und ja, ich möchte nicht so viel erzählen, worum es in dem Buch geht, aber insgesamt geht es um Laszlo. Der ist ein Träumer, ein Bibliothekar. Seine größte Leidenschaft ist es, mehr über die Stadt Miet zu erfahren. Das ist eine geheime, sagenumwobene Stadt. Eines Tages wird dann eine Expedition zusammengestellt, um eine Reise in diese Stadt zu wagen. Und natürlich stellt Laszlo sich zur Verfügung und die Reise dorthin wird nicht sein erstes und letztes Abenteuer bleiben. Also was da noch auf einen wartet, ist wirklich magisch und wirklich, wirklich toll. Ja, ich freue mich sehr auf die weiteren Bände der Reihe. Ganz am Ende des Monats habe ich The Thousandth Floor gelesen. Das ist die englische Ausgabe von Beautiful Liars. Und das ist eine wirklich tolle Mischung aus Gossip Girl und Pretty Little Liars. Also es geht um eine Jugendgruppe, die in einem Tower wohnt, also in diesem Hochhaus. Ganz oben wohnen die reichen Leute. Umso weiter man die Stockwerke nach unten kommt, desto ärmer werden die Menschen. Und es war wirklich toll, weil man verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Stockwerken gefolgt ist und deren Geschichten am Ende irgendwie alle zusammenlaufen. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und Band 2 ist bereits bestellt. Dann habe ich im April meine erste Märchen-Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag gelesen, und zwar Die Schöne und das Biest. Die Bücher sind illustriert von Mina Lima und wirklich, wirklich wundervoll gestaltet. Ich werde euch mal einen kurzen Einblick in das Buch einblenden. Die Geschichte kannte ich natürlich schon. Das Original habe ich tatsächlich aber noch nie gelesen und zusammen mit den Illustrationen war es ein wirklich, wirklich tolles Lesegefühl. Und wenn ihr auch Illustrationen toll findet und dann auch noch diese tolle Geschichte verpackt in diesem wunderschönen Buch, kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Im letzten Monat hatte ich nur 2 3-Sterne-Bücher, was eigentlich wirklich eine gute Quote ist, wenn man sieht, wie viel ich gelesen habe. Zum einen war das Duty and Desire Band 1, Vorsätzlich verliebt von Tessa Bailey. Das Buch hat mich leider nicht wirklich packen können. Es war, wie auch in meinem Leseblog bereits erwähnt, einfach zu viele Sexszenen. Ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass es wirklich fast nur ein Erotikroman ist. Also so kam es für mich rüber. Es war zu wenig Geschichte, es war zu wenig Charaktere, es war zu viel nur das eine. Prince Charming habe ich außerdem gelesen von Rachel Hawkins. In dem Buch geht es um Daisy. Daisys Schwester verlobt sich mit dem britischen Thronfolger, dem Prinzen von Schottland. Und ja, somit stellt sich auch Daisys Leben komplett auf den Kopf. Sie muss sich jetzt dem Königshof entsprechend kleiden und auch benehmen und sie verbringt ihre Sommerferien in Schottland und lernt dort das höfische Leben ein bisschen kennen und somit auch Prince Charming, den Bruder des Kronprinzen. Und ja, was zwischen den beiden passiert oder vielleicht auch noch zwischen ein paar anderen Jungs, auf die Daisy dort treffen wird, könnt ihr in Prince Charming lesen. Ja, das Buch hat mir ganz gut gefallen. Es war ein bisschen mehr für jüngeres Publikum geschrieben, würde ich sagen. Es hat jetzt teilweise ein paar längere Passagen, wo ich mir dachte, es könnte jetzt auch mal wieder was passieren. Dennoch hat mir die Geschichte gut gefallen und hat 3 Sterne von mir bekommen. Jetzt zum letzten Buch und damit auch zum Flop-Buch des Monats April. Das war Love Recipe, Verführung à la carte. Ja, es hat mir wieder nicht so gut gefallen, weil es zu viel intime Szenen in dem Buch gab. Es gab zu wenig Handlung und die Handlung, die da war, hat mir auch gar nicht gepasst. Also das war einfach gar nicht so meins. In dem Buch geht es um Lilly und ihre Familie. Die führen ein italienisches Restaurant und
Eines Tages kommt dann der Sternekoch Jack Kilroy zu ihnen ins Restaurant, weil er dort eine seiner Shows filmen möchte. Er trifft natürlich auf Lily und ist komplett verzaubert von ihr. Leider hat es mich ziemlich gestört, wie er so von ihr gesprochen hat und sie immer auch mit seinem Essen verglichen hat. Ich möchte es gar nicht, ich möchte gar nicht genau darauf eingehen, aber die Flirtversuche in diesem Buch mit Essen zu vergleichen, war nicht ganz meins und hat mir leider gar nicht gefallen. So, das war's jetzt auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal unten da, welches eure Tops und welches eure Flop-Bücher im April waren. Und ich wünsche euch viel Erfolg im nächsten Monat. Mal sehen, was wir da alles so Tolles lesen werden. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Lasst mir gerne Feedback unten da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.